Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu einer neuen Folge von Faszination Astronomie Online. Mein Name ist Dirk Schulze-Markoch und ich bin Professor an der Technischen Universität Berlin für planetare Habitabilität und Astrobiologie. Außerdem Präsident der Deutschen Astrobiologischen Gesellschaft und Adjunct-Professor bei der Washington State University. Und ich spreche heute über die Suche nach dem Leben auf dem Mars. Wenn wir nach Leben auf dem Mars suchen, müssen wir auch in die Vergangenheit schauen. Mars vor 4 Milliarden Jahren sah sehr anders aus, als er heute aussieht. Das ist auf der linken Seite, sehen Sie, wie wir das uns so ungefähr vorstellen, wie Mars ausgesehen hat, mit sehr viel Wasser auf der Oberfläche. Und so kennen wir Mars heute. So, wenn wir den heutigen Mars nicht verstehen, wir können den heutigen Mars nicht verstehen, wenn wir seine Entwicklungsgeschichte nicht kennen. Und was wir suchen wollen, ist nach habitablen Ökonischen und Leben. Und der frühere Mars war kalt und nass. Wir sehen hier, dass der eigentlich so ein bisschen wie Antarktis heute ausgesehen hat. Wie Antarktis auf der Erde, so mit großen Wasserflächen, aber ansonsten sehr verfroren. Und das wurde so postuliert von mehreren Geologen inzwischen. Und es gibt eigentlich sehr viele Hinweise auf frühes Wasser. Wenn man sich auch, das ist auch der Fall, wenn man sich die Küstenlinien anschaut, wie hier, das sind Kollegen von mir und ich, haben das bestimmt, dass zu verschiedenen Zeiträumen die Küstenlinien sind dann immer mehr geschrunken, bis es jetzt, also heutzutage, wirklich kein flüssiges Wasser mehr auf der Oberfläche gibt. Die populären Einschätzungen haben sich aber sehr verändert. In den 70er Jahren, da dachten wir, also da auf dem Mars gibt es überhaupt kein Wasser und der Mars hat genauso ausgesehen wie der Mond, im Prinzip mit Krater übersehen und sonst nichts. Und in den 80er wussten wir, okay, da ist ein bisschen Wasser, in 90er und dann 2000, das ist natürlich übertrieben mit dem Tauchen, aber unsere Einstellung gegenüber, dass es auf dem Mars Wasser gibt, hat sich sehr geändert. Und wir glauben auch, dass es heute noch Wasser gibt, also Wasser gibt es ja auch im gefrorenen Zustand auf den Polkappen, das ist also 90% Wasser und ungefähr 10% Kohlendioxid, aber ich glaube, sehr aufschlussreich ist hier das Bild vom Mars Global Surveyor. Der ist zweimal drüber geflogen, 2001 und 2005. Und hier sehen wir der Gully, also hat das so ausgesehen, 2001 und 2005 hat er so ausgesehen. So, was ist die Erklärung dafür? Und die einfachste Erklärung ist, dass es hier einen Wasserdurchbruch gegeben hat in der Canyon Wall. Und dass da Wasser drunter geflossen ist, das ist sublimiert. Und das Weiße, was wir hier sehen, das ist Salz, was übrig geblieben ist. So, wenn wir uns die Entwicklungsgeschichte vom Mars angucken, wie gesagt, in der Frühzeit war er nass und kalt und der wurde dann immer trockener. Aber was wir auch sehen, sind periodische globale Flutungen durch den Vulkanismus, den es immer mal wieder gab. Und auch von dem Bombardement von Asteroiden und Kometen. Außerdem gab es auch Flutung von der Schneeschmelze und Grundwassereruption. Dadurch hat sich die Marsoberfläche auch verändert und wir sehen bis heute noch hier zum Beispiel hier wieder die Gullies auf dem Mars Beweise dafür. Aber was wir ja wirklich interessiert sind, ist das Leben, ob mögliches Leben auf dem Mars. So, wenn wir uns das angucken, dann der Ursprung, wenn es dort Leben gegeben hat, wahrscheinlich chemoautotrophe Organismen, die sich von inorganischen Substanzen ernährt haben. Eventuell Evolution zu Heterotrophen, das sind also die Organismen, die organische Moleküle benutzen. Wir sind zum Beispiel auch heterotroph, weil wir auch organische Moleküle konsumieren, aber die von anderen Tieren. Aber das muss nicht sein, das können auch einfach andere organische Moleküle sein, die abiotisch oder so hergestellt werden. Phototrophe ist ein bisschen schwieriger, weil die Biochemie schwierig ist. Wir würden sagen, das wäre natürliche Selektion zur Chemoautotrophie. Und es könnte auch so eine
so Lebenszyklen geben, die wechseln zwischen dormanten und aktiven Lebensformen. Und das sehen wir ja auch auf der Erde sehr häufig, dass zum Beispiel jetzt im Winter die Bäume auch dormant werden und dann wieder aktiv werden. Und für Mikroben ist das ähnlich. Und was wir als Leben erwarten würden auf dem Mars, ist natürlich nur mikrobiell. So, wenn das so wäre, wenn unsere Interpretation richtig ist, würden wir einfache oder primitive Zellen erwarten. Und es könnte auch noch dormante Formen geben, gerade nahe der Oberfläche, die ja recht hart ist, dort zu überleben mit so viel Strahlung. Wir kommen dazu noch. Und aktive Mikroorganismen könnten in ökologischen Nischen sein, zum Beispiel in den Salzen, im Grundwasser oder auch in Lavahöhlen. Also Organismen, die sich den Nischen angepasst haben. Und die Frage ist, wir kennen ja nur einen Planeten mit Leben. Wie passt das dann zu den Bedingungen in den Wüsten auf der Erde, wo wir dies ja auch haben, dass es sehr, sehr trocken ist? Also wenn wir arides Klima haben, das ist dann 25 bis 200 Millimeter Niederschlag, dann finden wir Böden und lithische Habitate von Cyanobakterien und Pilzen und heterotrophe Bakterien, die dort leben, in den oberen Zentimeter. Wir haben auch biologische Bodenkrusten, die können 70% der Oberfläche abdecken. Sehr hohe Biodiversität wirklich und auch Wachstumsraten. Und dann häufig so Flechten und Moosen, also das sind so Symbiosen dann zwischen Cyanobakterien und Algen und auch Pilzen, und die dort überleben. So, wenn es jetzt trockener wird, können wir mal sehen, was dann passiert. Also haben wir wesentlich weniger Kolonisation. Wir haben auch weniger Zellzahlen und die Biodiversität nimmt ab. Und was wir dann häufig bekommen, ist dann diese hypolithischen Mikrobenkolonien. Also das ist hier ein Quarzstein, den ich umgedreht habe. Und wie Sie sehen können, ist hier das ist die Unterseite, weil das war unten. Das sind Cyanobakterien, die da wachsen. Und die benutzen den Quarzstein erstmal, dass sie weniger UV-Strahlung bekommen, weil das Quarz da das verhindert, dass es durchkommt. Aber immer noch genug Licht zur Photosynthese. Und natürlich, wenn der Quarzgestein hier unten auf dem Boden liegt, ist es auch ein bisschen feuchter. So, das ist also im Prinzip ein Mikrohabitat. So, aber was passiert, wenn das noch trockener wird? Wenn wir Hyperaridität haben mit mittleren Niederschlägen von 1 Millimeter oder weniger, wir sind da, das ist in der Atacama-Wüste zum Beispiel, wo wir auch sehr viel am Arbeiten sind, wo es vielleicht einmal in 10 Jahren oder so regnet, dann haben auch die Hypolithe keine Chance mehr, die sind da sehr selten. Und wir finden also auch aktiven Stoffwechsel sehr wenig und die Biomasse, die ist gerade so detektionsmäßig, was wir dann auch finden. Und die einzigen Mikroben, die wirklich da aktiv sind, die leben in Gesteinen drin, in den Salzgesteinen dort meist. So, und was wir dort finden, dass dort die hygroskopischen Salze eine der letzten Oasen des Lebens sind. Und das ist im hyperariden Gebiet in Yungay. Was ist hygroskopisch? Das ist die Eigenschaft von Salzen, aber auch zum Beispiel Honig oder so, um Wasser direkt aus der Atmosphäre anzuziehen. So, das passiert, wenn wir immer noch relative Luftfeuchtigkeit, die angemessen ist, dann haben wir diese Systeme oder Leben, was Hygroskopie benutzt und Deliquescenz. Deliquescenz ist dann so hygroskopisch und das Wasser aus der Atmosphäre angezogen wird, dass es dann eine Lösung bildet. Und wir sehen das hier, dass zum Beispiel Endolith, das sind Cyanobakterien, die im Salzgestein leben, das ist schön grün. Dadurch kann man das einfach erkennen. Und das hier ist ein Pigment Cytonamin. Das ist auch von bakteriellen Kolonisation. So, einige Stoffe sind dann halt so hygroskopisch, dass sie sich in Wasser auflösen, dass sie absorbiert. Also das ist Calciumchlorid zum Beispiel, aber auch Natriumchlorid, also das, was wir morgens auf die Eier machen, dessen Geschmack zu verbessern. Und das ist, das sehen wir auch zum Beispiel im Salzstreuer, weil da sind ja meistens Reiskörner noch drin und die Reiskörner sind drin, weil ansonsten das Salz das Wasser anziehen würde und klumpig wird. Aber die Reiskörner sind noch hygroskopischer und die ziehen dann das Wasser an.
So, das wird also benutzt in der Biologie, also hauptsächlich von Mikroben und Halit, das ist Natriumchlorid, das Mineral, aber auch teilweise von Eidechsen oder sowas. Also es müssen nicht nur Mikroben sein. So, und was wir dann sehen, ist eine vorhersagbare Abfolge von ökologischen Übergängen, die auf dem Land passieren, wenn es trockener und trockener wird. So, wir sehen hier zum Beispiel erstes, wir haben hier unser aquatisches System und das ist auch parallel zur Noachian-Periode vor ungefähr 4,1 Milliarden Jahren auf dem Mars, wo es dort noch Ozeane gab. Dann wurde es immer trockener, wir haben unsere Biokrusten hier und ganz zum Schluss haben wir hier unsere hygroskopischen Salze, wo die noch leben, wenn es ganz, ganz salzig ist. Und die das Wasser direkt aus der Atmosphäre anziehen können. So, wenn es auf dem Mars nicht mehr regnen kann und wir sind in einer wirklich hyperariden Wüste, können Mikroben auch das Wasser mit Hilfe von Salzen direkt aus der Atmosphäre anziehen. So, Mars könnte tatsächlich heute noch habitabel sein oder in der Richtung oder sehr lange während der Marsgeschichte. So, unsere Meinung ist dann, dass wir tatsächlich dann eine Mars-Mission hinschicken sollten, dort, wo es auch die Salze gibt. Und das sind die südlichen Highlands von Mars. Hier sind zum Beispiel mit dem Orbiter, haben wir hier Salze detektiert. Die gibt es da. Das ist in den Southern Highlands. Und dort könnten dann die letzten Mars-Habitate sein. Und da würde ich zum Beispiel nach Leben suchen. Wir können uns natürlich auch noch Fragen stellen. Ist es nicht nur in salzreichen Gebieten? Wo könnte es sonst Leben auf dem Mars geben? Oder wo sollten wir gucken? Wie gesagt, wir testen viel in der Atacama-Wüste, Yungay. Das ist hier zum Beispiel, haben Menschen gelebt und das ist jetzt ein Friedhof. Aber das ist ein gutes Bild für unsere Hypothese, weil unsere Fragestellung ist, sind da Mikroorganismen, die da reingeblasen werden und die dann einfach langsam sterben in diesen Gebieten? Oder können diese Gebiete tatsächlich genutzt werden von Mikroorganismen, die das als temporäres Habitat benutzen? Und wir haben das durchgehend geprüft und wir haben ja gefunden, dass das tatsächlich Mikroben gibt, die das als Habitat benutzen. Und wir hatten das damals dann, das war in 2018, in der Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht. So, das funktioniert. Und es könnte sogar noch mehr Ökonischen geben für Leben auf dem Mars, zum Beispiel in Höhlen. Das ist eine Lavahöhle in Washington State, wo ich auch mal drin war und geschaut habe. Aber solche Höhlen oder so ähnliche Höhlen, zum Beispiel, gibt es auf dem Mars. Auf dem Mars sind sogar die Höhlen größer, weil die Gravitationskraft niedriger ist. Das hier ist halt nur ein Bild vom Rover und das ist kein Alien-Artefakt oder sowas, das ist der Fallschirm. Aber es sieht halt auf dem Mars nicht nur so aus, aber es gibt halt auch Höhlen. Und in den Höhlen könnte es Leben geben. Auf der Erde, hier zum Beispiel Cueva de Villaluz, finden wir sogar Fische. Also ziemlich viel Biodiversität können wir dort finden. Auf dem Mars wären wir schon froh, wenn wir sowas Mikroben findet, die nennen sich Snotites. Und das sind Mikroben, die in situ die Minerale bearbeiten und dadurch Nährstoffe gewinnen. Und Snotite wäre eigentlich auf Deutsch übersetzt Popel. Die sehen dann so aus, aber wir als Astrobiologen wären schon total glücklich, wenn wir sowas auf dem Mars finden. Natürlich ist es auch ein bisschen schwierig, dorthin zu kommen. Das gibt es aber noch andere Lokalitäten auf dem Mars, zum Beispiel wo hydrothermale Aktivität ist. Wir wissen, dass einige Lava-Ausflüsse noch recht jung sind, also geologisch gesehen, also nur 150.000 Jahre alt. Und dann hat Mars ja auch den größten Vulkan des Sonnensystems, Mons Olympus. Und wir sehen auf dem Mars viele Gegenden, wo es viel vulkanische Aktivität gab. Und mit Sicherheit gibt es da auch noch gewisse hydrothermale Gegenden. Die haben wir halt noch nicht gefunden, weil wir mit den Ländern und so das sehr schwierig hinkommen. Und ja, was ist mit Lokalitäten, wo frühere Missionen schon gelandet sind? Hier haben wir zum Beispiel Viking, da haben wir Phoenix und hier die letzten Curiosity und Perseverance Rover.
Und wir sehen das, dass die eigentlich fast alle in ähnlicher Gegend gelandet sind. Die Sache ist einfach, da ist sehr flach und da haben wir nicht so großes Risiko, dass der Länder kaputt geht, einmal. Und das ist so auch da, wo die Küstenlinie in der Nähe von dem früheren Ozean war. Das einzige Landepunkt, wo anders ist, also das ist eine Mission, die zerschellt ist, ist Phoenix, die war mehr Richtung Polar. Und von den Missionen haben wir sehr viel gelernt. Und besonders jetzt mit dem Curiosity Rover, aber von Phoenix war das auch, dass wir dort viele organische Stoffe auf dem Mars haben. Also Chlor, organische Stoffe mit Schwefel, mit Stickstoff, sehr viele verschiedene. Und wir finden dort auch Perchlorate, die oxidieren die organischen Stoffe normalerweise, und erhöhte Methanwerte, die auch interessant sind, weil Methanwerte zumindest auf der Erde eigentlich eine Signatur für Leben sind. Und hier ist das die Spuren, wo der Rover langgefahren ist. Für die älteren Semester von Ihnen können Sie sich vielleicht noch an die Viking-Experimente erinnern, die Viking Life Detection. So, das war das erste und das einzige Mal, dass nach Leben auf dem Mars direkt gesucht worden ist. Und die Resultate waren sehr widersprüchlich. Und von daher war es sehr schwierig zu interpretieren. Wir müssen uns auch klar machen, das war in den 80er Jahren oder Anfang der 80er, Ende der 70er. So, Gerald Soffen war der Projektwissenschaftler verantwortlich dafür, und zum bestimmten Zeitpunkt sah es aus, dass es keine organischen Moleküle auf dem Mars gab. Mit dem einen Instrument wurden zwar organische Moleküle gemessen, aber die waren so niedrig, dass das als Kontamination interpretiert worden ist. Heute wissen wir, das war tatsächlich auch eine Detektion von indigenen organischen Molekülen auf dem Mars. Aber seine Schlussfolgerung war, no bodies, no life. Keine Körper, kein Leben. Wenn es keine Organik gibt, kann es auch kein Leben auf dem Mars geben. Und wir würden uns halt fragen, was würde Gerald Soffen heute sagen, wo wir wissen, dass es so viele verschiedene organische Stoffe auf dem Mars gibt. Es gab auch einen von Kollegen von mir, Job Houtkoper von den Niederlanden, und ich haben eine andere Interpretation der Viking Mission Resultate aufgestellt. Und wir haben aufgestellt die Möglichkeit, dass es dort extremophile Bakterien eventuell geben könnten, die eine Wasserstoffperoxid-Wassermischung als Zellplasma benutzen könnten. Und wir sagen, okay, Wasserstoffperoxid, das benutze ich zum Sterilisieren. Ja, wenn das hochkonzentriert ist, dann ist das richtig. Aber es hat auch sehr günstige Eigenschaften. Zum Beispiel eine Mischung von Wasser und Wasserstoffperoxid erniedrigt den Gefrierpunkt von Wasser bis hinunter zu minus 56 Grad. So, wenn wir in einer kalten Umwelt leben, dann ist das ein Riesenvorteil, nicht auf zu Eis zu werden, richtig? Die Mischung ist auch unterkühlt und formt keine Eiskristalle. Das ist ein Problem, dass viele Pflanzen oder so sterben, wenn es friert. Die Mischung tut die Eiskristalle nicht bilden. Die Mischung ist hygroskopisch, das hatten wir schon vorher, und zieht Wasser aus der Atmosphäre an. Also wieder, wenn da Mikroben sind und die das sogar in ihrem Zellplasma haben, könnten die das Wasser direkt von der Atmosphäre anziehen. Ist das natürlich auch ein Reservoir von Sauerstoff, weil Wasserstoffperoxid ist H2O2, und wir könnten uns sogar hier Photosynthese-Reaktionen vorstellen. So, die Viking-Resultate waren schwierig zu interpretieren. Das Labeled Release Experiment hat eigentlich limitierten Stoffwechsel gezeigt. Und das wurde von Gil Levin, der das geleitet hat, so interpretiert, dass da Organismen waren, die dann aufgrund von Hyperhydration, osmotischen Druck oder Hitzeschock starben. Was auch in gewisser Weise vielleicht Sinn macht. Und was darauf hindeutet, ist vielleicht auch das Pyrolytic Release Experiment. Da wurde nämlich radioaktiver Kohlenstoff zugefügt, um zu sehen, ob da organische Synthese passiert ist. Und das sind die ganzen Ergebnisse. Ja. Heutzutage würden wir viel mehr Ergebnisse haben.
Aber interessant zu sehen, Kreis Yiwon, also das ist die Lokalität, Utopia ist die andere Lokalität, unter den ersten Bedingungen war aktiv, war direkt 3 Sigma, dass da organische Synthese tatsächlich passiert ist. Und wenn wir das jetzt vergleichen, die Kontrolle hatte 15 Counts per Minute. Aber wo es dann unter nassen Bedingungen stattgefunden hat, wo haben wir es das hier? Da war der Count noch viel niedriger. So, was das darauf hindeutet, ist, dass wenn wir dort Mikroben einfach nur mal angenommen haben, die Wasser über die Atmosphäre einziehen und denen zu viel Wasser geben, dann kriegen wir eine Hyperhydration, dann kriegen wir einfach zu viel Wasser und die ertrinken im Prinzip. Das ist genauso, wenn jetzt ein Alien bei Ihnen vorbeikommt und sagt, okay, das ist ein Mensch, der braucht Wasser und tu sie in die Mitte in den Ozean reinstopfen. Und Sie mögen das sicherlich auch nicht. Und kommen wir nochmal zurück für Wasserstoffperoxid. Es gibt viele Mikroben, die benutzen Wasserstoffperoxid. Es gibt auch Mikroben, die produzieren das. Und diese Mikroben hier, die finden Sie in Ihrem Mund. Also die sind sehr aktiv. Es gibt sogar Mikroben, die benutzen Wasserstoffperoxid in ihrem Stoffwechsel und produzieren Wasser. Aber am interessantesten ist vielleicht dieser Kerl hier. Das ist ein Bombardierkäfer. Und der hat in seiner hinteren Kammer eine Mixtur von einer 25% Lösung von Wasserstoffperoxid. So, wenn Sie ihm zu nahe kommen oder wenn er sich angegriffen fühlt, dann spritzt er diese auf Ihre Haut und ich kann Ihnen garantieren, dass Sie das nicht mögen. Der Punkt ja hier ist, den ich aber machen möchte, ist, dass die 25% Lösung von Wasserstoffperoxid, die ja schon sehr hoch ist, dass die kompatibel ist mit Leben und mit Organik, weil die sich ja in dem Hinterteil von dem Käfer befindet. So, die Frage ist jetzt, wir wissen, dass sehr viel Wasserstoffperoxid auf dem Mars existiert. Wir wissen aber auch durch die letzten Rover, dass es dort auch sehr viele Perchlorate gibt. So, könnten die auch von Leben auf dem Mars benutzt werden? Und könnte die Chloromonas aromatica ein Analog sein? Das ist also eine Mikrobe, die reduziert Perchlorat. Also das Perchlorat reduzierende Bakterien wachsen durch die komplette Oxidation von organischem Kohlenstoff oder verschiedenen anderen inorganischen Stoffen, die Elektronen abgeben können. Also, und das ist verbunden mit der Reduzierung von Perchlorat. Und das ist normaler in einem relativ sauerstofffreien Milieu. Und das kann so schnell passieren, dass es genannt wurde Rocket Fueled Metabolism. Aber es muss trotzdem katalysiert werden. Also die Reaktion ist kontrollierbar und diese Mikrobe tut das auch kontrollieren. Was sind jetzt die Eigenschaften von Perchloraten? Wenn wir das jetzt miteinander vergleichen, das Eutecticum, also das ist die niedrigste Temperatur, wo eine Mischung flüssig bleiben kann, von einer Wasserstoff-Wasserstoff-Peroxid-Mischung liegt bei minus 56 Grad Celsius. Eine Wasser-Magnesium-Perchlorat-Mischung bis minus 70 Grad Celsius. Das wäre eigentlich fast, das wäre noch besser. Das kann auch länger flüssig bleiben bei noch kälteren Temperaturen, die ja auch auf dem Mars, besonders nachts, sehr häufig vorkommen. Eine Perchlorat-Wassermischung ist auch stark hygroskopisch und kann auch Wassermoleküle direkt aus der Atmosphäre anziehen, gegeben, dass die relative Luftfeuchtigkeit hoch genug ist. Und das wäre halt die chemische Formel hier. Das ist das Perchlorat-Ion und hier ist hier mit Magnesium zusammen. Was sind die mikrobiellen Perchlorat-Toleranzen? Das sind wir in unserem Labor zum Beispiel auch am Testen und wir haben Record Holders, also die es am weitesten schaffen. Hier im Bakterium Planococcus halocryophyllus bis zu 1,1 Mol per Kilogramm Perchloratkonzentration. Wir haben auch einen Pilz, Hefepilz, der geht bis 2,5. Also das ist schon Wahnsinn, wie viel der vertragen kann. Aber um wirklich in die Richtung des Eutecticums zu kommen oder so, was wir denn denken,
wie weit das gehen kann in den Konzentrationen, müssen wir noch ein bisschen, sind wir noch nicht so nah dran, aber wir haben erst einige getestet. Und mein Postdoc Jakob Heinz, der ist da sehr aktiv, das am Testen. Und es ist interessant für uns zu sehen, wie weit das geht. Und ich meine, eine Sache müssen wir uns auch im Kopf behalten, ja, wenn wir das mit Erdorganismen vergleichen. Auf der Erde ist nicht die Motivation so groß, da an diese riesigen Perchlorat-Konzentrationen ranzugehen. Aber wenn wir auf dem Mars sind, leben auf dem Mars, würden wir sagen, ist wahrscheinlich besser adaptiert zu diesen Sachen und kann mehr vertragen, wenn das Leben dort existiert. So, wie ist das mit Indiz von Leben für Meteoriten? Das ist natürlich interessant, weil die direkt vom Mars sind, einige von denen. Und besonders interessant ist hier LH84001. Das ist ein Gesteinsbrocken vom Mars, der ungefähr 4 Milliarden Jahre alt ist, der organische Stoffe enthält und vielleicht sogar Spuren von extraterrestrischem Leben. Damals war, als das entdeckt worden wurde, 1996, dann wurde auch das Bild hier publiziert, dass das vielleicht eine Mikrobe auf dem Mars sein könnte. Daran glaubt heute keiner oder kaum, wirklich keiner mehr, soweit ich weiß. Allerdings gibt es trotzdem Indizien, dass dort Leben sein könnte. Und das ist eine Magnetitkette, die wir in LH84001 gefunden haben. Und das ist typisch solche Ketten für magnetotaktische Bakterien. Und das ist zum Beispiel eine Magnetitkette in einem Bakterium von Kelly Lake, Kanada, wo ich auch mit Kollegen gearbeitet habe. Und die Mikroben, also diese magnetotaktische Bakterien, bilden diese Magnetite und diese Ketten, um sich nach dem Magnetfeld auszurichten. So, auf der Erde ist das natürlich ein Vorteil, weil wir ein starkes Magnetfeld haben. Und Sie könnten sagen, ja, aber der Mars hat kein Magnetfeld oder kaum Magnetfeld. Das ist richtig. Aber wir denken, dass er vor 4 Milliarden Jahren, dass da noch ein Magnetfeld da war. Und wie gesagt, der Meteorit hier ist ja ungefähr 4 Milliarden Jahre alt. So, die Frage ist, wenn wir das vielleicht jetzt sogar so mitten zusammenbringen, könnte es dort Perchloratbakterien geben, mit die solche Magnetite ausbilden. Wir nennen das Magnetosome. Und die meisten Perchloratbakterien, die gehören also zu den Alpha- oder Beta-Protobakterien. Die gibt es sehr häufig unter fast allen Umweltbedingungen, einschließlich der Antarktis, wo es ja auch sehr kalt ist. Und es gibt aber auch noch eine dritte Gruppe, die nennt sich die Dichlorospirillium Species. Das sind nahe verwandt der magnetotaktischen Magnetospirillium Species, eine Untergruppe der Proteobakterien. Und dieser Genus kann diese Magnetite formen. Und wenn es solange Zellen auf eisenbasierende Medium hochgezogen werden, und Eisen gibt es ja auch genug auf dem Mars, also im Prinzip wäre das im Prinzip schon eine Möglichkeit, dass es dort so eine Verbindung gibt. So, ich bin jetzt am Zusammenfassen. Leben auf dem Mars, ja, sicher, wir haben immer noch keine klare Antwort. Und die Zeit ist natürlich begrenzt, so ich kann nicht auf alles angehen. Wir haben auf die Magnetitketten gesprochen. Wir haben Ozeane auf dem Mars gesprochen, vor 4 Milliarden Jahren. Wir haben nur kurz Methan auf dem Mars erwähnt. Das ist eine Signatur von Methan. Leben in Analoggebieten wie in der Atacama, Viking, Life Detection Experimente. Das habe ich noch überhaupt nicht erwähnt. Panspermia zwischen Mars und Erde könnten Meteoritenaustausch sein. Und zum Beispiel der Meteorit wurde auch untersucht. Der ist nie im Innern mehr als 40 Grad Celsius erwärmt worden. So, wenn da Bakterien drin sind, hätten die vom Mars auf die Erde kommen können. Die können auch andersrum von der Erde zum Mars kommen. Mars-Erde ist ein bisschen einfacher, weil Erde größeres Gravitationsfeld hat, Mars kleiner und die Sonne ist natürlich im Zentrum. Aber im Prinzip wäre das auch eine Möglichkeit und Simulierungen und Experimente haben gezeigt, dass Mikroben das überleben könnten. Aber das ist wirklich nur eine Option innerhalb des inneren Sonnensystems, sonst
ist es einfach zu unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Aber von Mars zur Erde und umgekehrt könnte das passieren. So, als Zusammenfassung, die Entdeckung von außerirdischem Leben wäre eine der fundamentalsten Entdeckungen der Wissenschaft und würde eine der ältesten philosophischen Fragen beantworten, sind wir allein? Das ist natürlich, was uns auch, dass wir, warum wir das so spannend finden. Und wir denken, wir sollten das jetzt wirklich herausfinden, let's go and find out. Und dazu gehört auch eigentlich ein neues Life Detection Experiment zum Mars zu schicken und direkt auf dem Mars zu checken, okay, haben wir Leben. Das letzte Experiment war Ende 70er, Anfang 80er Jahre. Inzwischen wissen wir so viel mehr vom Mars, wir verstehen so viel mehr und wir haben auch gute Ideen, wie ich hoffe, demonstriert habe, wo wir suchen würden oder wo wir suchen können. Ich möchte mich bedanken von dem European Research Council, dass viele von den Studien, über die ich jetzt gesprochen habe, das unterstützt hat. Und wenn Sie mehr wissen möchten, ich habe mehrere Bücher veröffentlicht, unter anderem, die meisten sind in Englisch, The Cosmic Zoo, Complex Life on Many Worlds oder Life in the Universe. Eins ist übersetzt, das lebendige Universum, komplexes Leben auf vielen Planeten, unsere Argumente, warum wir glauben, dass es auf vielen Planeten Leben gibt. Und das war natürlich auch noch was interessantes Buch, Megacatastrophes. Wir hatten tatsächlich gesagt, dass die größte Gefahr von einem Virus passieren könnte. Es hat sich bestätigt, das war im Jahr 2000. Und als Science-Fiction-Novel-Roman konnte ich auch nicht helfen, noch zu schreiben. Wenn Sie mehr wissen wollen, was wir machen als Gruppe und auch Out-of-the-Box-Ideen und sowas, gehen Sie zu meiner Webseite www.searchforlifeintheuniverse.com oder können Sie mich auch direkt anschreiben, die E-Mail. Wir finden Astrobiologie halt total spannend und das ist, was wir was wir halt machen und halt auch so spannend finden. Und ganz zum Schluss möchte ich noch Sie auf den nächsten Vortrag hinweisen. Woher kommen wir? Ringe könnten die Antwort haben, der am Donnerstag stattfindet. Vielen Dank. Eine Frage ist es so, dass der Mars im Kern sehr schnell zum Stillstand kam und sich das deshalb das Magnetfeld und die Atmosphäre nicht lange halten könnten? War die Zeit dann aber überhaupt lang genug für die Entwicklung von Leben? Das ist eine mehr doppelte Frage im Prinzip. Es ist nicht so, dass der Kern zum Stillstand kam, das wissen wir nicht so genau. Es scheint da doch noch ziemlich lange vulkanische Aktivität gegeben zu haben auf dem Mars. Es ist richtig, dass wir nicht diese Konvektionsströme haben wie auf der Erde, dass ein großes Magnetfeld aufbaut. Aber wie gesagt, wir denken, dass am Anfang ein Magnetfeld da war. Die Atmosphäre mit dem Halten, das Hauptproblem ist, dass Mars zu klein ist, dass dadurch nicht genug Gravitationskraft war, Atmosphäre verloren gegangen ist, besonders mit der Strahlung, kosmische Strahlung und so. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Wie lange man die Entwicklung vom Leben braucht, wir wissen das wirklich nicht, aber es scheint, dass es sehr schnell passieren kann. Auf der Erde glauben wir, dass das früheste Leben, meine Einschätzung ist, ungefähr 4,1 Milliarden Jahre alt ist. Und das war eigentlich nicht viel Zeit, nachdem es überhaupt möglich sein könnte. Wir müssen ja auch bedenken, dass da die Kollision war von einem Planetoiden mit der Erde, wo der Mond entstanden ist. Wir hatten also auf eine Weile nur Magma-Ozeane auf der Erde und als sich das dann alles abgekühlt hat, scheint sich das Leben doch recht schnell entwickelt zu haben. Ich denke, dass es auf alle Fälle genug Zeit war, auch für die Entwicklung des Lebens auf dem Mars und dass sich das dann angepasst haben könnte. Und so für mich
persönlich muss ich es sehen, wäre es eigentlich das Überraschende, wenn wir überhaupt kein Leben auf dem Mars haben. Also ich gehe eigentlich aus, dass es in den Nischen und sowas, dass es dort Leben gibt. Frage 2, die ich hier sehe, durch was werden die Grundwassereruptionen verursacht? Und welche Größenordnung stellt man sich da vor? Schwierig genau zu sagen oder zu pinnen. Es scheint, dass das Grundwasser normalerweise ziemlich tief in der Tiefe ist, aber dass es halt doch durch diese Canyon durchbrechen kann. Die Größenordnung scheint momentan relativ klein zu sein, also so was ich da gezeigt habe von diesem Mars Global Survey, dass das in gewissen Canyons passiert. Allerdings hätten wir größere Grundwassereruptionen, wenn ein Meteorit in Mars einschlägt und dann der Permafrost freigesetzt wird und dann würden wir auf einmal sehr viel Wasser auf der Oberfläche haben in dieser regionalen Gegend. Oder wenn wir hier irgendwo mehr vulkanische Aktivität haben, dann haben wir auch auf einmal viel Wasser. Und wie gesagt, der Mars hat ja auch riesige Eiskappen und davon sind 90% Wasser. So, wenn die auf einmal schmelzen, dann haben wir wieder Ozeane wirklich auf dem Mars. Also ist es tatsächlich sehr sicher, dass Mars riesige Meere, Ozeane hatte, so wie es immer die künstlerischen Darstellungen hatten, zeigen. Ja, das ist eigentlich recht sicher. Wir fühlen uns da recht sicher, dass es so ist. Und besonders jetzt auch durch die Rover-Resultate, wo wir auch sehen, dass selbst vor 3 Milliarden oder ein bisschen mehr als 3 Milliarden Jahren es noch Seen auf dem Mars gab, also Gale Crater und so, wo die Rover sind. Und ich meine, es ist für die Astrobiologie oder für die Suche nach dem Leben, ist es auch nicht so besonders entscheidend, ob wir es Ozean oder Seen oder sowas nennen. Für eine Mikrobe ist selbst eine Pfütze ist schon ein Ozean. Also wir müssen das auch von der Perspektive sehen. Nächste Frage. Glauben Sie, dass ein Planet von Marsgröße grundsätzlich schlechtere Voraussetzungen für die Entwicklung komplexes Leben bietet als eine Erde, Supererde? Zum Beispiel bezüglich Magnetfeld, Atmosphärendichte etc. Ich denke, von dem, was wir von Mars und Erde, wenn wir das vergleichen, dass das wahrscheinlich richtig ist. Ich würde es trotzdem nicht ausschließen, weil gewisse Sachen können dann ja jeweils anders laufen und selbst ein Planet wie Mars könnte einen riesigen Eisenkern haben, aus welchen Gründen, zum Beispiel Merkur hat ja einen riesigen Eisenkern. Also ich kann mir Szenarien vorstellen, wo es auf Marsgröße auf so einem Planeten auch komplexes Leben gibt. Aber das ist sicherlich eher untypisch oder schwieriger als Planet Erde oder Venus oder vielleicht auch eine Supererde, die noch ein bisschen größer als die Erde. Frage 5 hier sehe ich, ist Grün eine charakteristische Farbe für Leben? Für gewisses Leben, für Leben, das photosynthetisch ist und das Chlorophyll benutzt. Auf der Erde gab es auch für lange Zeit auch Organismen einfach, die anaerob waren, also unter Nicht-Sauerstoff-Bedingungen, dann Methanogenese gemacht haben, also Kohlendioxid und Wasserstoff umgesetzt haben, zum Beispiel zu Methan und Wasser. Und diese waren sind nicht grün. Und viele Bakterien sind heutzutage nicht grün. Wir sind auch nicht grün. Halt Chlorophyll ist grün und das ist das biochemische Molekül, das auf der Erde zum Beispiel benutzt wird für Photosynthese, aber da kann es sicher auch andere geben, sodass wenn wir nach außerirdischem Leben gucken, es muss nicht unbedingt grün sein. Nächste Frage, wenn keine großen Wasservorräte auf der Oberfläche sind, müssen diese in Speicher unter der Erde sein. Gibt es Vermutungen, Beweise, wo keine, in welchen Tiefen Wasser vorkommen könnte und in welcher Menge?
Also im Untergrund der Erde gibt es Wasser, das ist in der Form von Grundwasser, bis zu diesem Punkt, wo halt der geothermale Gradient so hoch wird, dass das Wasser nur noch in gasförmiger Form gibt. Aber so bis 10, 20, 30, manchmal auch bis 50 Kilometer ist Grundwasser da und die Porenräume im Gestein und im Sediment sind vollständig gefüllt mit Wasser. Also Wasser gibt es da schon, aber keine echten Seen natürlich, weil da das nicht so miteinander verbunden ist. Nächste Frage. Kann das für Probanden bei Projekten wie Mars One überhaupt gut gehen? Welche Überlebenschancen hätten die Menschen? Ja, ich meine, die müssten natürlich schon geschützt sein. Wir könnten nicht ungeschützt auf dem Mars leben. Ich habe immer vorgeschlagen, ich war auf einer Konferenz, wo wir die erste Landung von Menschen überlegt haben auf dem Mars, wie wir das am besten machen. Und eine Sache wäre, dass wir halt natürliche Lavahöhlen als auch natürlichen Schutz benutzen. Und Menschen auf der Erde haben ja im Prinzip auch mit Höhlen begonnen, in Höhlen zu leben. Natürlich dann auch mit der Technik und dann Pilze anzubauen, Pflanzen anzubauen. Es kann gut gehen, aber muss natürlich gut überlegt werden. Und besonders muss es Schutz gehen, wenn es dann doch mal größere Strahlungsausbrüche von der Sonne gibt. Die Marsatmosphäre hat etwas Schutz vor Strahlung, aber nicht genug Schutz. Also da muss auf alle Fälle Schutz da sein. Nächste Frage: Wie schätzt man denn das einzige Volumen an Oberflächenwasser ab? Also wie viel Wasser in den Jahrmilliarden sich verflüchtigt hat? Ja, da gibt es Schätzungen dafür, das ist schon sehr viel für den Mars. Aber die Schätzungen sind auch, dass innerhalb vom Mars, also im Gestein, in dem Permafrost, es noch unheimlich viel Wasser auch gibt. Also ich habe gewisse Schätzungen gesehen, aber die denke ich auch sind mehr geraten oder sowas. So, da würde ich eigentlich jetzt mich nicht wagen, da eine Zahl zu nennen. Neun, wo würde man nach Marsfossilien suchen? Erstmal mit Fossilien ist es schwierig, weil Fossilien haben wir hauptsächlich vom komplexen Leben, also mit Knochen und sowas. Und solche Fossilien erwarten wir auf dem Mars nicht. Wir erwarten nur Mikroben. Ich würde sagen, die beste Chance wäre in Gewässern Seesedimenten, die wir auf dem Mars haben. Und besonders, wenn wir hydrothermale Quellen oder hydrothermale Ausflüsse finden, weil es dort sich dann auch Quarzgesteine bilden und sich dort Einzeller oder so besser fossilisieren und die wir die besser finden können. Wir sehen das auf der Erde, dass das häufiger passiert. Natürlich immer noch sehr, sehr selten. Aber das wäre wohl die höchsten Chancen. Nächste Frage. Dass es Höhlen auf dem Mars gibt, ist mir neu. Wie viele kennt man denn schon und wann wird man mal so eine Höhle besuchen? Also Höhlen gibt es sehr viele auf dem Mars. Das sind Lavahöhlen. Also alle, die ich kenne oder die wir kennen, sind Lavahöhlen. Die sind auch sehr groß, teilweise sind die eingebrochen. Ich habe jetzt keine Zahl, aber dies gibt es nicht selten, besonders in diesen vulkanischen Gegenden. Das Problem ist, dorthin zu kommen, weil die NASA oder ESA, die Space Agencies, lieber dort landen wollen, wo es nicht gefährlich sind. Und natürlich, wo vulkanisches Gelände ist, ist es uneben und da kann der Lander leicht kaputt gehen. So, im Prinzip sind da, aber es ist schwierig hinzukommen. Wann wir das machen, Kollege von mir zum Beispiel ist entwickelt Rovers und Möglichkeiten, in so eine Höhle reinzugehen und reinzukommen auf dem Mars. Aber da haben wir noch ein bisschen Entwicklung vor uns. Nächste Frage: Sind auf dem Mars auch subglaziale Seen wahrscheinlich? Unter dem Südpolareis der Erde sind das auch Lebensnischen. Ja, wahrscheinlich schon. Die Detektion müsste dann natürlich auch ähnlich passieren, also mit Radar meist. Und es gab auch schon Paper, die das vermutet haben oder sogar entdeckt haben. Die sind sehr salzreich, gerade mit Perchloraten und so und hohe Konzentration wahrscheinlich, wenn die flüssig sind, was angenommen wird.
Und die Frage ist natürlich, deswegen sind wir auch am Erkunden, wie weit das Leben sich an Perchlorate und an Salze anpassen kann. Weil wenn das sehr weit passiert, dann könnten das natürlich Oasen des Lebens sein. Nächste Frage: Versteht man, durch welche Prozesse die Perchlorate auf dem Mars entstehen? Es gibt da verschiedene Hypothesen. Teilweise ist es also, die Strahlung interagiert mit der Atmosphäre und dadurch werden Perchlorate auf natürliche Weise gebildet. Die können sich auch aus Natriumchlorid bilden mit Hilfe von Strahlung. Das sind mehrere Wege, wie die gebildet werden. Perchlorate sind aber relativ häufig basierend auf der Phoenix-Mission und den neuesten Rover, also bis ungefähr 1% können da schon zum Beispiel Natriumperchlorat oder Magnesiumperchlorat auf dem Mars existieren. Nächste Frage: Man will den Mars doch von irdischer Kontamination schützen. Wie will man das denn verhindern, wenn man dort für eine Weile leben will? Ja, das ist natürlich schon ein bisschen schwieriger. Die Idee ist dann meistens praktisch so eine Areal auszutarieren, wo im Prinzip Menschen sich, also die Station dann nur ist und aufzupassen, nicht irgendwas in den Untergrund zu geben, weil die meisten von uns glauben, dass Leben nicht direkt auf der Oberfläche, sondern mehr im Untergrund ist. Und wir könnten die Station natürlich auch dort bauen, wo wir nicht gerade erwarten, dass Leben ist, zum Beispiel in der äquatorialen Region. Und dann gewisse Scouting-Missionen haben, um dort dann nach Leben zu suchen. Es hat natürlich ein gewisses Risiko, aber ich glaube, das Risiko ist übertrieben. Ich glaube, wenn es Leben auf dem Mars gibt, ist das wesentlich besser adaptiert zum Leben auf dem Mars, als irgendwelches terrestrisches Leben ist. Ich sehe das eigentlich am Vergleich, wenn wir sind auch nicht zu sehr besorgt darüber, dass Affen Pinguine dass den Lebensraum streitig machen in der Antarktis. Die Pinguine sind wesentlich besser adaptiert. Und wenn es Leben auf dem Mars gibt, mit Perchloraten und sowas alles, mit schwierigen Umweltbedingungen, denke ich, dass die dann wesentlich besser adaptiert werden und dass terrestrisches Leben da nicht allzu viele Chancen hat gegen Marsleben, wenn es dort existiert. Nächste Frage: Geht man nach wie vor davon aus, dass es der Sonnenwind war, der zum Atmosphäre und dann Wasserverlust führte? Man geht davon aus, dass das ein relativ großer Anteil war, dass der Sonnenwind das weggetragen hat, richtig. Nächste Frage: Hatte Mars früher ein Magnetfeld ähnlich stark wie das der Erde? Wir glauben nicht, dass es so stark war wie die Erde, aber dass es stark genug war, dass man das in den Gesteinen heute noch sieht. Und es gibt gewisse Regionen, so das sieht das so aus, als wäre das doch relativ stark. Beschäftigt die Astrobiologie auch mit Planetary Protection? Ja, das ist richtig. Das macht die Astrobiologie. Ich selber habe auch mehrere Papers über Planetary Protection geschrieben. Und wir sind natürlich sehr darauf erpicht, dass wir nicht andere Gegenden kontaminieren. Und besonders, dass wir, was wir von dem Mars zurückbringen, auch, dass es dann keine Gefahr für die Erde ist. Wir gehen nicht davon aus. Aber das muss natürlich dann auch sichergestellt werden. Und NASA und auch ESA beschäftigt sich sehr damit. Nächste Frage: Gibt es eine irdische Spezies, die bei den heutigen Bedingungen auf dem Mars dort leben könnte? Das ist immer die Frage, wo genau auf dem Mars? Direkt auf der Oberfläche wohl eher nicht. In den gewissen Nischen wahrscheinlich ja. Zum Beispiel selbst Flechten sind sehr widerstandsfähig und wir haben das in einer Mars-Simulationskammer zum Beispiel ausgetestet. Und wenn die Strahlung nicht direkt darauf fiel, sondern wenn die Flechten so ein bisschen geschützt waren von Gestein oder sowas, haben die dort überlebt in der Mars-Simulationskammer. Von daher denken wir, dass das wahrscheinlich der Fall ist, aber halt nur gewissen Nischen, nicht überall.
Nächste Frage. Arbeiten Sie auch an der Entwicklung von Instrumenten auf Mars-Rovern, um Lebensspuren nachzuweisen? Ja, wir hatten erst einen großen Forschungsantrag über eine Gesamtsumme von 12 Millionen Euro, um das herauszufinden. Der wurde aber leider nicht genehmigt. Wir kamen in die engere Auswahl, aber wir haben es nicht bekommen. Aber wir arbeiten daran, um Instrumente dazu zu entwickeln. Die sind basierend auf verschiedenen Parametern, wie man Leben detektieren kann. Nächste Frage. Tektonik gilt doch als wichtig für einen habitablen Planeten. Gibt es heute noch Anzeichen dafür auf dem Mars? Von Tektonik ja, von Plattentektonik nein. Plattentektonik gibt es sicher nicht mehr auf dem Mars. Tektonische Bewegung gibt es. Aber Plattentektonik ist natürlich das, was extrem wichtig wäre für Recycling. Trotzdem könnte es Leben auf dem Mars geben, aber halt zumindest meine Achtung her. Nächste Frage: War es bei der Bildung der Planeten vor 4,5 Milliarden Jahren auch das Durchwandern des Jupiters, der den Mars so stark störte, oder nur der Sonnenwind und seine geringe Größe? Wissen wir nicht so genau. Auf dem Mars gibt es auch riesen Meteoriteneinschläge wie das Hellas-Becken. Aber im Endeffekt glaube ich, dass es wirklich der Sonnenwind und seine geringe Größe das Hauptproblem war. Nächste Frage: Welchen pH-Wert hat das Eis auf dem Mars? Ist es ähnlich wie bei den Kometen oder wie auf der Erde? Die Sache ist, Mars ist ein groß ist Der Planet ist natürlich nicht so groß wie die Erde, aber ist ein großer Planet und es kommt darauf an, wo man misst. Also pH-Wert zum Beispiel, wo der Phoenix-Länder gelandet ist und wo die einen pH-Wert genommen hat, der war ungefähr 7,5 bis 8, soweit ich mich erinnern kann. Da könnte man dann auch Spargel wachsen lassen. Aber es kommt sicher darauf an. Es gibt verschiedene Gegenden auf dem Mars, da gibt es auch sehr viel Schwefel oder Schwefelsäure und da wird der pH sehr relativ niedrig sein. Also es kommt darauf an, wo man guckt. Nächste Frage: Ist die kühle, frühe Sonne nicht nochmal ein besonderes Problem für Mars? Ja, das ist es. Und das ist ein Problem, was wir bis heute noch nicht gelöst haben, weil auf der einen Seite sehen wir auf der Oberfläche Beweise, dass da Wasser geflossen ist, dass wir Ozeane hatten auf dem Mars, aber die Sonne war viel schwächer zu diesem Zeitpunkt. Die eine Lösung vorgeschlagen, dass der Mars eine wirklich dichte Atmosphäre gehabt hat, mit Methan und sowas und großen Treibhauseffekt gehabt hat. Aber das ist eigentlich auch eher unwahrscheinlich von der Naturgeschichte. So, das ist ein Problem, das wir tatsächlich noch nicht gelöst haben, das schwierig zu lösen ist und wo wir keine genaue Lösung oder Ansatzpunkt haben. Ich glaube, was es wahrscheinlich ist, dass es tatsächlich den frühen Mars können wir uns so ein bisschen wie Antarktis vorstellen, dass sehr viel gefroren war, aber dass dort, wo vielleicht noch vulkanische Aktivität war, dass wir dort dann halt flüssiges Wasser hatten und Ozeane und dass dort dann sich eventuell auch dann Leben entwickelt hat. Nächste Frage: Wenn die Polkappen des Mars schmelzen würden, aus welchem Grund auch immer, würde nicht das Wasser nicht über kurz oder lang ins All sublimieren? Nein, das würde es nicht. Teil würde es natürlich, Teil von der Strahlung würde das Wassermolekül in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegen und einiges von dem Wasserstoff würde ins All entweichen. Aber die Sache, wenn das auf einmal alles, am Anfang wird es natürlich sublimieren, aber dann würde sich tatsächlich eine Wasseratmosphäre bilden aus Wasser und Kohlendioxid und die wäre für temporär zumindest relativ stabil für eine Weile, bis sie dann irgendwann verloren gehen würde. Es sei denn, da wäre immer neue vulkanische Aktivität und würde Gase nachkommen. Ich meine natürlich, um das genau zu sagen, müsste es passieren. Wir können halt nur vermuten, in welche Richtung das gehen würde.
Nächste Frage. Was würde eigentlich passieren, wenn wir wirklich Leben im Universum finden würden? Ich glaube, das kommt darauf an, was für Leben. Wenn wir mikrobielles Leben finden würden, ich glaube nicht, dass sich für uns viel verändern würde. Und die meisten würden sagen, ja, ich dachte das sowieso, dass es da ist. Es käme auch darauf an, ob das Leben mit uns verwandt ist oder nicht. Zum Beispiel, ob Marsleben und Erdleben einen gemeinsamen Ursprung hat. Wenn es einen verschiedenen Ursprung hat, dann wären wir uns ziemlich sicher, dass Leben sehr häufig im Universum existiert. Wenn wir natürlich komplexes Leben finden, dann hätte das sehr viele philosophische und theologische Implikationen. Nächste Frage. Ist die Entstehung der Gullis immer noch eine Streitfrage in der Wissenschaft? Ich meine, die Wissenschaft funktioniert so, dass dann irgendwann Konsensus besteht. Ich glaube nicht, dass da total Konsensus besteht. Mit den Gullis, es scheint auch verschiedene Gullis zu geben, also Recurrent Slope Lineal nennt sich das auch in gewissen Gegenden. Es scheint verschiedene Entstehungsmodi zu geben, wie die sich entwickeln könnten. Und ich glaube, wir müssen da einfach unterscheiden. Also ist es kein Konsensus. Nächste Frage. Müsste man, wenn man den Mars besiedeln würde, nicht unter Glaskuppeln leben? Die würden sicherlich helfen, weil es dann darunter wärmer werden würde. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, aber also ich denke auch Lavahöhlen, aber wir wollen natürlich da auch dann Licht haben, da müssen dann auch gewisse Glaskuppeln sein oder so. Das wäre wahrscheinlich die einfachste Lösung, aber es gibt sicher auch anders. Wie fanden Sie als Astrobiologe den Film der Marsianer? Also im Prinzip ganz gut. Ein paar Sachen waren eher ein bisschen unrealistisch oder unrealistischer, aber nichts, was unmöglich wäre. Als ich bei dem Meeting war über die Mission zum Mars, bemannte Mission zum Mars, dann sind wir tatsächlich in den Film gegangen. Der wurde gezeigt, das erste Mal zu dem Zeitpunkt, als wir auch das geplant haben. So, das hat also wirklich gut gepasst. Nächste Frage. Sternschnuppen auf der Erde beobachten macht Spaß. Doch wie ist das auf dem Mars? Er hat ja nur eine dünne Atmosphäre. Wäre man da besonders gefährdet? Nur wenn man es einem genau trifft, wie auf der Erde. Ich glaube eigentlich weniger. Ich meine, wir würden ja sowieso, müssten wir noch einen Schutz haben oder einen Helm auf oder sowas. Solange es nicht direkt uns trifft, ist es eigentlich keine Gefahr. Okay, prima. Das waren dann die ganzen Fragen. Wenn ich mal gucken, nochmal auf, ich möchte nochmal gerne darauf hinweisen, auf auf den nächsten Talk am Donnerstag. Ich kann scheinbar jetzt nicht mehr die Slideshow weiter vorantreiben. Aber wie gesagt, wenn Sie wissen möchten, search for life in the universe.com. Und ich finde Faszination Astronomie Online ist eine prima Serie und schalten Sie bitte gerne wieder ein. Danke.